Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Update-Video. GameFollower hat gestern wieder ein neues Video rausgebracht und hat uns da wieder ganz viele tolle Sachen ans Herz gelegt. Und bereits der erste Punkt löst bei Hardcore-CS-Fans leider etwas Stirnrunzeln aus. Ich glaube, ich muss mich mal daran erinnern, wer ich bin. Ich bin meine Mutter. Und zwar geht es im ersten Punkt um Keychains. Ha? Vielen von euch ist diese Keychain bestimmt schon aufgefallen. Auf der Arms Race Map Baggage hängt das Teil hier unten im Kontrollraum, mit dem man auch oben die Conveyor Belts anschalten kann. Und mit diesen Conveyor Belts kann man eben hier oben auf die Dinge klettern und cool sein. Einige ist diese Idee mit den Keychains bereits durch den Kopf gegangen und die meisten sind sich eigentlich ziemlich einig, dass das wahrscheinlich so ein bisschen nicht gut wäre. Ich selbst finde es auch nicht so gut, beziehungsweise es kommt darauf an, wann das eingesetzt wird. Wenn ich es in anderen Spielen sehe, dann ist es komplett eingebaut in jedem Modus. Und ja, da stört es jetzt auch nicht extrem. Das heißt, vielleicht kann man da dann auch in Zukunft bei CS2 drüber hinwegsehen, falls es tatsächlich im Matchmaking so wäre. Aber wenn es wiederum ausschließlich in Danger Zone, in Arms Race und so weiter dran wäre, also dann fände ich es tatsächlich nicht so tragisch. Also wenn es Keychains gäbe, weil sie mich in diesen Fun-Modi halt ja dann nicht großartig stören. Da geht es ja um was anderes als im Matchmaking. Im Matchmaking will ich halt ganz genau im vollen Fokus eine Ecke abcampen können, ohne dass ich da großartig abgelenkt werde von irgendwas, was da rumbambelt. Mr. Follower haut dann noch die Info raus, dass vor 7 Jahren bereits ein Update kam und in diesem Update hat man auch Keychains gefunden, und zwar ganz spezielle Keychains mit einer AK-47, mit einer Banane, mit dem Bloodhound-Kopf von der Operation, wenn ihr euch erinnern könnt, mit einer Granate, dem Plasmaball und dem Sugar Skull. Diese Zuckerschädel sind ja bereits in Stickerform schon vorhanden. Ja, es kann natürlich sein, dass diese Sachen noch genutzt werden. Wie man hier auch sieht, wurden ja auch ganz, ganz viele Dinge, die vor Jahren hinzugefügt wurden, dann 1, 2, 3 Jahre später verwendet, wie zum Beispiel hier dieses Adrenalin, Armor, Breach Charge und so weiter und so fort. Das kam, wie gesagt, 2017, das Update, und 2018, ein Jahr später, kam dann Danger Zone mit genau diesen Dingen, die hier mitunter auch reingepatcht wurden. Und ich habe eine Kleinigkeit am Anfang des Videos vergessen, und zwar spricht er nochmal über die Sticker. Es gab eine Scaling-Option, dass du den Sticker eben auch skalieren kannst, größer, kleiner machen kannst. Wie man hier sehen kann, ne? Größer, kleiner und so weiter und so fort. Das fiel dann irgendwann weg, aber man könnte sich gut vorstellen, dass die ganze Geschichte jetzt dann doch auch langsam wieder ins Spiel reinfindet, gerade jetzt, wo wir die Sticker so schön zusammencraften können, wie wir wollen, weil alles becraftbar ist. Im nächsten Punkt ging es um Custom Skins für Knives und Gloves. Also das heißt, entweder vereinfachen sie sich selbst die Arbeit daran, neue Knife-Skins, Glove-Skins und so weiter zu erschaffen, oder aber es läuft darauf hinaus, dass sie sich auch hier mehr auf Skin-Creator verlassen und diese Skin-Creator eben die Knives und Gloves viel einfacher beskinnen können und so dann bald möglicherweise mit deutlich mehr Knife-Skins zu rechnen ist. Das ist wohl eine Sache, die sich die Community sehnlichst gewünscht hat und jetzt dann wohl auch erhält. Und was damit direkt im Zusammenhang steht, ist die Frage von GameFollower selbst an Valve, warum die Graffitis noch gar nicht übernommen werden. Also warum es noch keine Custom-Graffitis von Künstlern gibt, weil es gibt mittlerweile so viele tolle Graffitis, wie man hier zum Beispiel bereits ein paar gesehen hat, mit denen man doch sehr gerne auch im Spiel rumsprayen wollen würde. Der nächste Punkt, darüber wurde ja schon die letzten paar Wochen und Monate gemauschelt, Tuscan wird zurückkommen. Oder auch Tuscan, wie die Coolen sagen. Vor geraumer Zeit hat Valve bereits Tuscan und Anubis gekauft für $145.000 jeweils, wenn ich ihn richtig verstanden habe, also pro Map gezahlt, damit sie die vollen Rechte an den Maps haben, um sie richtig schön reworken zu können. Das sieht man bei Anubis ja bereits, die ist ja schon da. Dann kommt hier das mit Cash, kennen wir schon. Dazu ist von mir hier irgendwo das Video verlinkt, da habe ich über die neue Cash-Version gesprochen. Dann auch nochmal der Punkt, den ich selbst auch ständig predige, dass Valve alles erneuert. Also man merkt, sie nehmen zwar alte Dinge mit rein, aber reworken sie, überarbeiten sie, damit es einfach perfekt ist, dass die Foundation vor allem perfekt ist. Darum hat zum Beispiel jetzt auch Arms Race eine ganze Weile gedauert, weil man halt genau wollte, dass es gescheit ist, von Grund auf gut funktioniert und man nicht einfach nur was copy und pastet und es soll halt so halb funktionieren. Aus exakt demselben Grund dauert natürlich alles gerade halt ein bisschen länger, weil man es halt perfekt machen will. Ich weiß, ja, der Release, man hätte damit warten können, bla 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 bla, aber jetzt ist er halt da. Abwarten, Tee trinken und sich schon mal auf zum Beispiel Danger Zone freuen, wie wir im letzten Video ja besprochen haben. Ganz am Anfang, als CS2 angekündigt wurde und auch die ersten paar Dinge dann da waren, als man über diese geschlossene Beta rein konnte, gab es ja bereits Gemauschel über Game-Modi, die hinzugefügt werden, die davor noch nie da waren. War uns allen sicherlich auch klar. Eine neue Engine, dann macht man ja nicht einfach nur den Klon von CSGO und lässt es liegen, da ja CSGO wegen der Engine extreme Restriktionen unterlegen hat, den CS2 jetzt ja nicht unterliegt. Man kann jetzt alles Mögliche machen. Zum Beispiel die Chickens auch Bunnyhoppen und so einen Schotter lassen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so wichtig ist. Aber egal, sollen sie ruhig machen. Was mich aber deutlich mehr freut, ist, dass möglicherweise ein VIP-Modus wieder zurückkommt. Wer ungefähr so alt ist wie ich und auch die Haare Stück für Stück verliert, der erinnert sich vielleicht noch, dass bei Counter-Strike Condition Zero sowas zum Beispiel mit dabei war. Diese VIP-Mission und generell dieses Missionsumfeld hat mir extrem gut gefallen damals bei Condition Zero. Und ich hoffe sehr, dass das auch hier in CS2 Anklang findet, beziehungsweise natürlich überhaupt
erscheint. Er selbst nennt hier den VIP und auch den Escape-Modus. Also das wird wahrscheinlich, also hoffentlich sehr, sehr nice. Ich will euch jetzt nicht kaputt hypen mit was dann vielleicht doch nicht kommt oder nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich denke, eine Sache wird 100%ig erscheinen. Und zwar werden Game-Modes kommen, die wir davor bei CSGO noch nie gesehen haben. Die jetzt in CS2 möglich sind und vor allem auch gut umgesetzt und sehr schön möglich sind. Zum Ende hin gab es noch einen Part, den Gabe als Riesending bezeichnet, und zwar einmal neue Haaranimationen. Es ist sehr, sehr nice, wenn solche Dinge verarbeitet werden und vor allem in der Hinsicht bearbeitet und dann eben auch erscheinen in Bezug auf CPU-Last und so weiter und so fort. Also es wurden hier wohl einige tolle Sachen hinzugefügt, mit denen man dann Haarbewegungen und so weiter und so fort sehr, sehr schön darstellen kann, ohne dass es großartig mehr Last braucht. Aber auch da würde ich jetzt behaupten, ich glaube nicht, dass jemand von uns in Counter-Strike darauf achtet, wie sich irgendwie was bewegt, an den Agenten zumindest. Bei den hier gezeigten Spielen, da mag das dann wiederum wichtig sein, bei Fußball, wenn man da in so eine Nahaufnahme geht, oder hier, wenn Mademoiselle Tom Breda im Schneegestöber steht, dann ist es nice, wenn die Haare rumfliegen. Aber wenn ich 10 Leute habe, und bei denen fliegen alle die Haare rum und ich sehe die mit und sage, also vielleicht verwenden sie die auch gar nicht für Haare. Ich meine, so, damit kann man ja alles Mögliche machen. Wenn man sich das hier anguckt, können wir vielleicht in Zukunft mit sich bewegenden Lampen rechnen, die irgendwo hängen an einem Seil. Und wenn du die anschießt oder dagegen läufst, wabbeln die so rum. Das ist eine geile Meile. Vor allem auch schon alleine, wie sich das Licht dann ausbreitet und so weiter. Das gibt zum Beispiel eine Escape-Mission oder eine VIP-Mission. Das ist ein sehr schönes Stilmittel, um halt einen gewissen Aufbau von einem Raum oder sowas und die Stimmung, die darin stattfinden soll, halt auszuarbeiten. Das ist eine geile Meile, wenn da irgendwie was passiert, Action, und dann eine Granate explodiert und dann siehst du halt, wie zwei Lampen rumwackeln und die Lichter. Also das ist da wieder was anderes natürlich. Ja, und zum Ende hin kommt da noch was mich wirklich jetzt auch nicht so interessiert, und zwar halt die immer größer werdende Wahrscheinlichkeit, dass Volvo an einem neuen Spiel oder zwei neuen Spielen arbeitet. Neue Spiele sind natürlich immer nice, ganz klar. Aber uns geht es ja um CS2 und das ist jetzt halt irgendwie so, naja, okay, können sie ruhig auch noch nebenbei machen, wenn sie wollen. Ich finde, dass die Keychains eine recht große Sache sind, die ich mir vor allem am ehesten vorstellen kann, dass man sowas hinzufügt tatsächlich, und das nicht allzu fern, sondern bald. Dazu würde ich natürlich wie immer gerne eure Meinung wissen. Wie fändet ihr das, wenn es Keychains gäbe? Ich denke, ich kann direkt im Vorfeld noch in die Diskussion reinwerfen, dass man unterscheiden sollte zwischen Matchmaking, Premiere, in dem diese Keychains nicht vorhanden sind, oder auf jeden Fall nicht in Premiere, Matchmaking, naja, und dann halt Casual oder Fun-Modi, wie zum Beispiel Deathmatch, Arms Race und so weiter und so fort. Da würde es mich jetzt nicht stören, wenn da halt irgendwas an meiner Waffe rumbambelt. Okay, wow, es sind eh so schnelle Runden, es geht so flott, man respawnt wieder und so weiter. Da ist eigentlich egal. Da kommt es aber auch besser zur Geltung. Aber wenn ich wirklich gerade 1000 Jahre einen Engel anhalte, jetzt, wo ich so genauer drüber nachdenke, weiß ich nicht genau, ob es mich im Premiere tatsächlich stören würde oder ob das eine Sache ist, die man vielleicht am Anfang verschreit oder beschreit von wegen, das ist nicht so gut. Dabei ist es eine Sache, die an sich gar nicht so tragisch ist. Man gewöhnt sich direkt dran. Ablenkung hat man wahrscheinlich auch nicht großartig. Ist halt wieder was gezeichnet werden muss von der Grafikkarte, was berechnet werden muss. Das ist natürlich dann mehr Last. Aber ja, wenn man das dann geschickt macht. Ich bin selbst jetzt tatsächlich gerade ziemlich, kann gar keine richtige Position beziehen. Ich weiß es nicht genau. Naja, haut auf jeden Fall mal in die Kommentare und schreibt mal, was ihr dazu denkt. Und natürlich gibt es für euch auch wieder was zu schneckeln, und zweimal, weil wir es ja gerade von Keychains haben, einen Patch ist ja auch was mitunter in Vergessenheit gerät. Es gibt ja Patches für eure Agenten zum Aufpatchen. Und da gibt es für euch von der Operation Phoenix den Phoenix-Patch. Also nicht von der Operation, aber halt davon inspiriert. Man macht hier einfach mit, indem man über den gerade angesprochenen Sachverhalt spricht. Also Keychains, ja, nein, vielleicht, in welchem Modus, wie könnte es gehen, wie könnte es nicht gehen, wie ist eure Meinung dazu? Sodele. Jetzt noch ganz kurz ein Werbesegment, Holy, falls ihr Bock habt. Rangehen, meine Damen und Herren. Mein Link dazu steht in der Beschreibung. Ich wollte euch mal ganz kurz diesen Thermobecher zeigen. Guck mal. Vor kurzem wurde ich von Holly gefragt, ob ich auch einen haben möchte. Und ich habe gesagt, ja klar. Und welche Farbe? Ich sagte, ja gut, da hat meine Frau auch ein bisschen mitgesprochen. Sie ist halt so, ne? Mint-Fangirl. Es kam jetzt gerade heute an und sieht echt an einer geilen Meile aus. Hat unten so Gummi. Dass du auch nicht so krass da rumbummst auf deinem Tisch. Hört man bei mir ja ganz gut. Ja, und dann habe ich noch ein übliches Probierpaket bekommen. Mit Energy, Hydration und Eistee. Guckt ruhig mal vorbei. Ich bin jetzt seit fast 2 Jahren gepartnert. Und es ist echt eine geile Meile. Also ich habe in jedem Stream süffelig 2 Holies. Meistens E-Drinks, zwecks Aim. So, ja, also Link ist in der Beschreibung. Mit Bubbler 5 spart ihr 5 Euro bei eurem ersten Einkauf. Und mit Bubbler spart ihr immer 10% bei jedem weiteren. Ja, das wäre es dann schon wieder gewesen. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Mittwoch. Oder im nächsten Livestream. Ich stream dreimal die Woche. Jeden Dienstag und Donnerstag.
Samstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Ihr könnt sehr, sehr gerne mitspielen, bei den Giveaways mitmachen und so weiter und so fort. Dort gibt es die deutlich fetteren Giveaways. Wir haben letzte Woche gerade wieder ein Knife-Giveaway gehabt und hauen diese Woche auch wieder schöne Sachen raus. Also rankommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für alles. Danke für die Likes, für die Kommentare, fürs Schauen. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.